Wohl ausgeziert, macht sogleich einen angenehmen Eindruck, weil die Häuser alle grau-weiß angestrichen sind und die verschiedene Höhe derselben einen mannigfaltigen Anblick gewährt. Mitten auf einem schönen, mit ansehnlichen Gebäuden umgebenen Platze steht die lutherische Kirche in einem kleinen, aber dem Ganzen entsprechenden Maßstabe. Die Vorderseite des Schlosses liegt mit der Stadt auf ebenem Boden, die Hinterseite dagegen am Abhange eines steilen Felsens. Diesen hat man nicht allein terrassenweise abgearbeitet, um bequem in das Tal zu gelangen, sondern man hat sich auch unten einen länglich viereckten Gartenplatz durch Verdrängung des Flusses an der einen und durch Abschroten des Felsens an der anderen Seite verschafft, worauf denn dieser ganze Raum erst mit Erde ausgefüllt und bepflanzt worden. Die Zeit dieser Unternehmung fiel in die Epoche, da man bei Gartenanlagen den Architekten zu Rate zog, wie man gegenwärtig das Auge des Landschaftsmalers zu Hilfe nimmt. Die ganze Einrichtung des Schlosses, das Kostbare und Angenehme, das Reiche und Zierliche, deuteten auf einen lebenslustigen Besitzer, wie der verstorbene Fürst gewesen war. Der Gegenwärtige befand sich nicht am Orte. Präsident von Günderode empfing uns aufs Verbindlichste und bewirtete uns 3 Tage besser, als wir es erwarten durften. Ich benutzte die mancherlei Bekanntschaften, zu denen wir gelangten, um mich vielseitig zu unterrichten. Das genussreiche Leben des vorigen Fürsten gab Stoff genug zur Unterhaltung, nicht weniger die mannigfaltigen Anstalten, die er getroffen, um Vorteile, die ihm die Natur seines Landes darbot, zu benutzen. 1770. Johann Wolfgang von Goethe am Saarbrücker Schloss. Wir gelangten über Saargemünd nach Saarbrück, und diese kleine Residenz war ein lichter Punkt in einem so felsig waldigen Lande. Die Stadt klein und hügelig, aber durch den letzten Fürsten wohl ausgeziert, macht sogleich einen angenehmen Eindruck, weil die Häuser alle grau-weiß angestrichen sind und die verschiedene Höhe derselben einen mannigfaltigen Anblick gewährt. Mitten auf einem schönen, mit ansehnlichen Gebäuden umgebenen Platze steht die lutherische Kirche in einem kleinen, aber dem Ganzen entsprechenden Maßstabe. Die Vorderseite des Schlosses liegt mit der Stadt auf ebenem Boden, die Hinterseite dagegen am Abhange eines steilen Felsens. Diesen hat man nicht allein terrassenweise abgearbeitet, um bequem in das Tal zu gelangen, sondern man hat sich auch unten einen länglich viereckten Gartenplatz durch Verdrängung des Flusses an der einen und durch Abschroten des Felsens an der anderen Seite verschafft, worauf denn dieser ganze Raum erst mit Erde ausgefüllt und bepflanzt worden. Die Zeit dieser Unternehmung fiel in die Epoche, da man bei Gartenanlagen den Architekten zu Rate zog, wie man gegenwärtig das Auge des Landschaftsmalers zu Hilfe nimmt. Die ganze Einrichtung des Schlosses, das Kostbare und Angenehme, das Reiche und Zierliche, deuteten auf einen lebenslustigen Besitzer, wie der verstorbene Fürst gewesen war. Der Gegenwärtige befand sich nicht am Orte. Präsident von Günderode empfing uns aufs Verbindlichste und bewirtete uns 3 Tage besser, als wir es erwarten durften.
Ich benutzte die mancherlei Bekanntschaften, zu denen wir gelangten, um mich vielseitig zu unterrichten. Das genussreiche Leben des vorigen Fürsten gab Stoff genug zur Unterhaltung, nicht weniger die mannigfaltigen Anstalten, die er getroffen, um Vorteile, die ihm die Natur seines Landes darbot, zu benutzen. 1770. Johann Wolfgang von Goethe am Saarbrücker Schloss. Wir gelangten über Saargemünd nach Saarbrück, und diese kleine Residenz war ein lichter Punkt in einem so felsig, waldigen Lande. Die Stadt klein und hügelig, aber durch den letzten Fürsten wohl ausgeziert, macht sogleich einen angenehmen Eindruck, weil die Häuser alle grau-weiß angestrichen sind und die verschiedene Höhe derselben einen mannigfaltigen Anblick gewährt. Mitten auf einem schönen, mit ansehnlichen Gebäuden umgebenen Platze steht die lutherische Kirche in einem kleinen, aber dem Ganzen entsprechenden Maßstabe. Die Vorderseite des Schlosses liegt mit der Stadt auf ebenem Boden, die Hinterseite dagegen am Abhange eines steilen Felsens. Diesen hat man nicht allein terrassenweise abgearbeitet, um bequem in das Tal zu gelangen, sondern man hat sich auch unten einen länglich viereckten Gartenplatz durch Verdrängung des Flusses an der einen und durch Abschroten des Felsens an der anderen Seite verschafft, worauf denn dieser ganze Raum erst mit Erde ausgefüllt und bepflanzt worden. Die Zeit dieser Unternehmung fiel in die Epoche, da man bei Gartenanlagen den Architekten zu Rate zog, wie man gegenwärtig das Auge des Landschaftsmalers zu Hilfe nimmt. Die ganze Einrichtung des Schlosses, das Kostbare und Angenehme, das Reiche und Zierliche, deuteten auf einen lebenslustigen Besitzer, wie der verstorbene Fürst gewesen war. Der Gegenwärtige befand sich nicht am Orte. Präsident von Günderode empfing uns aufs Verbindlichste und bewirtete uns 3 Tage besser, als wir es erwarten durften. Ich benutzte die mancherlei Bekanntschaften, zu denen wir gelangten, um mich vielseitig zu unterrichten. Das genussreiche Leben des vorigen Fürsten gab Stoff genug zur Unterhaltung, nicht weniger die mannigfaltigen Anstalten, die er getroffen, um Vorteile, die ihm die Natur seines Landes darbot, zu benutzen. 1770. Johann Wolfgang von Goethe am Saarbrücker Schloss. Wir gelangten über Saargemünd nach Saarbrück, und diese kleine Residenz war ein lichter Punkt in einem so felsig, waldigen Lande. Die Stadt klein und hügelig, aber durch den letzten Fürsten wohl ausgeziert, macht sogleich einen angenehmen Eindruck, weil die Häuser alle grau-weiß angestrichen sind und die verschiedene Höhe derselben einen mannigfaltigen Anblick gewährt. Mitten auf einem schönen, mit ansehnlichen Gebäuden umgebenen Platze steht die lutherische Kirche in einem kleinen, aber dem Ganzen entsprechenden Maßstab. Die Vorderseite des Schlosses liegt mit der Stadt auf ebenem Boden, die Hinterseite dagegen am Abhange eines steilen Felsens. Diesen hat man nicht allein terrassenweise abgearbeitet, um bequem in das Tal zu gelangen, sondern man hat sich auch unten einen länglich viereckten Gartenplatz durch Verdrängung des Flusses an der einen und durch Abschroten des Felsens an der anderen Seite verschafft, worauf
denn dieser ganze Raum erst mit Erde ausgefüllt und bepflanzt worden. Die Zeit dieser Unternehmung fiel in die Epoche, da man bei Gartenanlagen den Architekten zu Rate zog, wie man gegenwärtig das Auge des Landschaftsmalers zu Hilfe nimmt. Die ganze Einrichtung des Schlosses, das Kostbare und Angenehme, das Reiche und Zierliche, deuteten auf einen lebenslustigen Besitzer, wie der verstorbene Fürst gewesen war. Der Gegenwärtige befand sich nicht am Orte. Präsident von Günderode empfing uns aufs Verbindlichste und bewirtete uns 3 Tage besser, als wir es erwarten durften. Ich benutzte die mancherlei Bekanntschaften, zu denen wir gelangten, um mich vielseitig zu unterrichten. Das genussreiche Leben des vorigen Fürsten gab Stoff genug zur Unterhaltung, nicht weniger die mannigfaltigen Anstalten, die er getroffen, um Vorteile, die ihm die Natur seines Landes darbot, zu benutzen. 1770. Johann Wolfgang von Goethe am Saarbrücker Schloss. Wir gelangten über Saargemünd nach Saarbrück und diese kleine Residenz war ein lichter Punkt in einem so felsig, waldigen Land. Die Stadt klein und hügelig, aber durch den letzten Fürsten wohl ausgeziert, macht sogleich einen angenehmen Eindruck, weil die Häuser alle grau-weiß angestrichen sind und die verschiedene Höhe derselben einen mannigfaltigen Anblick gewährt. Mitten auf einem schönen, mit ansehnlichen Gebäuden umgebenen Platze steht die lutherische Kirche in einem kleinen, aber dem Ganzen entsprechenden Maßstab. Die Vorderseite des Schlosses liegt mit der Stadt auf ebenem Boden, die Hinterseite dagegen am Abhang des steilen Felsens. Diesen hat man nicht allein terrassenweise gearbeitet, um bequem in das Tal zu gelangen, sondern man hat sich auch unten einen länglich viereckigen Gartenplatz durch Verdrängung des Flusses an der einen und durch Abschroten des Felsens an der anderen Seite verschafft, worauf in dieser ganze Raum erst mit Erde ausgefüllt und bepflanzt worden. Die Zeit dieser Unternehmung fiel in die Epoche, da man bei Gartenanlagen den Architekten zu Rate zog, wie man gegenwärtig das Auge des Landschaftsmalers zu Hilfe nimmt. Die ganze Einrichtung des Schlosses, das Kostbare, Angenehme, das Reiche, Zierliche, deutete auf einen lebenslustigen Besitzer, der verstorben ist, gewesen war. Die Wertige befand sich nicht. Präsident von Günderode und bewirtete uns 3 Tage besser als wir es erwarten. Ich benutzte die manche Lage zu den Landen und das
Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit für eine kurze Durchsage. Wir bitten, die vordersten Reihen weiter nach vorn in den Hof zu rücken, damit die hinteren Reihen nachrücken können und auch das Ereignis genießen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit für eine kurze Durchsage. Wir bitten, die vordersten Reihen weiter nach vorn in den Hof zu rücken, damit die hinteren Reihen nachrücken können und auch das Ereignis genießen werden. Wir bitten Sie herzlich um Stille bei dem jetzt folgenden visuellen Konzert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Okay.
Ich wünschte, ich könnte fliegen. Ich will leben. Ich wünsche mir mehr Geld.
große Liebe. Ich wünsche mir was. Ich wünsche mir einen riesigen Roboter. Ich wünsche mir mehr Zeit. Ich will Sicherheit spüren. Ich wünsche mir, die Beste in allem zu sein. Ich will Millionär werden. Ich wünschte, meine Eltern würden ewig leben. Ich wünsche mir eine Teufelsfrucht aus meinem Pass. Ich wünschte, der Biocomputer des Menschen würde ein Update bekommen. Ich möchte meine große Liebe kennenlernen. Ich wünsche mir mehr Gerechtigkeit gegenüber mir. Ich wünschte, ich könnte fliegen. Start.
Thank you.
Jede Zeit und jeder Ort bringt verwandte Gesichter hervor. Starre Augen, ein riesiger Schlund, jenes vom geizigen Bäcker entstand auf diesem Grund. Fraternité.
Thank you.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you.